Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Online-Konferenz Urban, Sozial, Grün gemischt, nachhaltige neue Stadtquartiere in Berlin und anderswo. Mein Name ist Sabine Drewes, ich bin bei der Heinrich-Böll-Stiftung Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung. Viele Städte in Deutschland und Europa und auch sonst in der Welt wachsen. Jetzt in Corona-Zeiten ist es natürlich so, dass auch das Umland und der ländliche Raum wächst. Aber dennoch ist der Trend ungebrochen. Die Bevölkerungs- und Haushaltszahlen in Ballungsräumen nehmen zu und damit wächst auch der Druck auf die städtischen Wohnungsmärkte. Besonders in Metropolregionen und Universitätsstädten ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Deswegen wird deutlich mehr gebaut und muss auch gebaut werden, auch im größeren Maßstab. Es werden ganze Stadtquartiere geplant auf innerstädtischen Konversionsflächen, aber auch an den Rändern der Städte ins Umland hinein. Das ist auch in Berlin so. 16 neue Stadtquartiere sollen bis Ende dieses Jahrzehnts fertiggestellt werden. 50.000 Wohneinheiten sollen entstehen. Was sollen das für Quartiere werden? Wie können wir schnell, aber auch gut bauen? Das sind Fragen, die uns die Heinrich-Böll-Stiftung Bundesstiftung, das Bildungswerk Berlin, der Heinrich-Böll-Stiftung und das Bildungswerk für alternative Kommunalpolitik, wir haben diese Veranstaltung gemeinsam vorbereitet, natürlich interessieren. Aber es gibt auch sicherlich viele andere Städte, die das interessiert. Und deswegen freuen wir uns auch sehr über das überregionale Interesse, was ja vielleicht auch ein bisschen leichter gemacht wurde durch dieses Online-Format. Die Anforderungen sind hoch. Man will keine Großwohnsiedlungen, möchte die Bausünden der 60er und 70er Jahre nicht wiederholen. Der Wohnraum soll auch für Menschen mit geringem Einkommen bezahlbar sein. Und zusätzlich drängen sich neue Herausforderungen in den Vordergrund. Der neu gebaute Wohnraum steht mindestens 100 Jahre. Wenn der Neubau nicht klimaneutral sein wird, werden wir die Klimaneutralität der gesamten Stadt bis 2035 oder 40, was ja die Herausforderung ist, niemals schaffen. Es sollen nicht unnötig viel Flächen versiegelt werden. Biodiversität ist auch für Städte ein Stichwort. Außerdem möchte man eine bunte Mischung von Menschen und von Wohnen, Freizeit und Gewerbe, schöne Plätze, abgasfreie Mobilität. Wie bringt man diese Ziele unter einen Hut? Wer soll das bauen? Und wie setzt die Politik den Rahmen richtig für nachhaltige Stadterweiterungen? Das alles wollen wir heute und morgen in insgesamt drei Veranstaltungen mit einer ganzen Reihe von Fachleuten, Politikgestalterinnen, Stadtmacherinnen und mit Ihnen zu Hause vor dem Bildschirm diskutieren. Wir haben diese Veranstaltung ursprünglich als Präsenzveranstaltung geplant und ins Online-Format übertragen. Wir hoffen aber, dass auch der Austausch, der persönliche, hier nicht völlig zu kurz kommt. Heute werfen wir also einen genaueren Blick auf die drei der Berliner Quartiere, die neu entstehen sollen, und diskutieren mit Berliner Politik und Verwaltung. Morgen schauen wir uns an, wie es andere, wie wir finden, vorbildlich gemacht haben, nämlich die Seestadt Aspern in Wien, die Bahnstadt Heidelberg und die Stadterweiterung Hamburg-Oberbillwerder. In der dritten Runde morgen diskutieren wir dann mit verschiedenen Akteuren aus Politik und Wirtschaft und der Berliner Stadtgesellschaft darüber, wie die neuen Quartiere die Schaufenster der urbanen Zukunft werden können. Ich denke, wir haben ein spannendes Programm. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse. Ich möchte mich noch sehr herzlich bei meinen Kooperationspartnerinnen bedanken für die tolle und sehr intensive Zusammenarbeit, speziell und namentlich bei Susanne Jahn, Cornelius Bechtler, Daniela Billig, Simon Kames und Inga Börjeson. Ich übergebe jetzt an Susanne Jahn, Stadtplanerin, die die Moderation der ersten Stunde übernehmen wird. Und ich wünsche Ihnen und uns allen eine spannende Veranstaltung. Guten Tag auch von mir. Susanne Jahn, Stadtplanerin, wie es auch im unteren Rand zu lesen ist. Ja, wir wollen im ersten Teil des heutigen Panels also drei Quartiere aus Berlin vorstellen. Das ist einmal das Schumacher-Quartier. 48 Quadratmeter seit 2016 in der Planung, kurz vor dem Start. Es soll losgehen noch dieses Jahr oder nächstes mit der Herstellung der Grundlagen
für den Bau, weil es sich ja um eine ehemalige Teil des Flughafens und der Start- und Landebahn handelt. Es liegt im Zwischenland zwischen Wedding und Reinickendorf, zwei Bezirken, an einem Verkehrsknoten und ist im Wesentlichen im Eigentum des Landes Berlins. Das zweite Quartier ist fast doppelt so groß, fast 80 Hektar groß, die Siemensstadt 2.0, weil die Siemensstadt ist eigentlich das Wohn- und der Wohn- und Arbeitsort der 1920er Jahre und weitergehend der Siemens AG. Die Siemens AG will nun ihr Gewerbe- und Industriestandort, der in der Mitte von diesem Stadtteil liegt, weiterentwickeln zu einem neuen Quartier und hat damit mit einem Letter of Intent und einem ersten städtebaulichen Wettbewerb ab 2019 gestartet. Es liegt im westlichen Berlin zwischen Charlottenburg und Spandau. Das dritte Quartier, 420 Hektar groß und insofern auch gar kein Quartier, sondern mehr ein Suchraum, nämlich in den vorbereitenden Untersuchungen zu einem Entwicklungsgebiet, hat man sich aufgemacht, einen Siedlungsrand von Berlin mit Dorfkernen, Einfamilienhäusern, Freiflächen, Gewerbegebieten, Rieselfelder etc. Da die richtigen Flächen zu finden oder auch Formen, wie man dort weiter planen kann beziehungsweise auch bauen. Es wird im Fokusgebiet, was vor allen Dingen auch im Eigentum des Landes Berlins sein, sicher schneller losgehen als an den Rändern, weil dort mit den Eigentümern der gemischten Strukturen zu reden und abzustimmen ist. Ich habe heute dafür drei Gäste, die diese Gebiete jetzt und ihren Stand genau vorstellen werden. Als erstes stelle ich sie Ihnen vor. Es ist einmal Herr Boutelier. Ich hoffe, Sie können ihn sehen. Er kann sich anschalten. Er ist seit 2012 als Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH zuständig für europaweit einen sehr großen, wenn nicht sogar den größten Entwicklungsprojekt zur urbanen Technologie und Smart Cities. Da ist dann das Schumacher-Quartier ein Teil davon. Er lehrt außerdem in einer privaten Universität in Potsdam als Professor und hat ursprünglich mal mit Schwerpunkt Wirtschaft bei der Hochschule der Künste Berlin studiert und an der London School of Economics seinen Doktor gemacht. Jens Holger Kirchner war 10 Jahre lang Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung in Pankow und dann in Staatssekretär für Verkehr der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Verkehr und Klima in Berlin und ist seit 2019 für große Infrastrukturprojekte in der Senatskanzlei zuständig und damit auch für den Standort Siemens 2.0. Herr Ulf Gerlach hat bis 1998 studiert, und zwar Soziologie und Stadt- und Regionalplanung. Er hat dann beim Sanierungs- und Entwicklungsträger Potsdam gearbeitet, hat ein Referendariat bei Sennenstadt Wohnen gemacht und hat schließlich bei den Landkreis Barnim und in der Stadt Eberswalde gearbeitet, rund um Berlin herum sozusagen, bevor er in die Forschung und Lehre der Uni Kassel und der Uni Cottbus gegangen ist, um außerdem in Stadtplanungsbüros sich weiter zu arbeiten und dann seit 2016 für Wohnen in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zuständig ist und da für den Blankenburger Süden. Drei interessante Quartiere, sehr kompetente Menschen und mit jedem von ihnen könnten wir einen Nachmittag verbringen. Wegen Corona, Frau Priewes hat es gerade gesagt, haben wir die geplanten Exkursionen und die detaillierten Auseinandersetzungen leider ausfallen lassen müssen. Und so haben die drei Herren jetzt jeder 7 Minuten Zeit, damit uns noch in dieser einen Stunde auch noch gemeinsam eine Nachfragen- und Diskussionsrunde bleibt. Sie müssten als Zuhörerin unten in der Leiste bei sich ein neben dem Chat auch noch ein F und A haben. Da können Sie Ihre Fragen und Ihre Anmerkungen reinschreiben, aus denen wir dann auswählen werden, welche wir weiterleiten, weil es wahrscheinlich mehr als eine sein wollen, würde ich mal denken. Ja, unter den Oberthemen soziale Stadtentwicklung, bezahlbares Wohnen, ökologische Stadtentwicklung und wie geht da ein regulativer Rahmen? Frau Drewes hat es aufgezeigt.
wie wird sowas in die Kontinuität gebracht über 10, 20, vielleicht auch mehr Jahre, weil man ja nie weiß, was zwischendurch noch für Bogen in der Wirtschaft oder sonst wo gedreht werden. Wie hält man das kontinuierlich und wie kann man denn die Qualitäten, die man sich vornimmt, dann auch tatsächlich umsetzen? Dann würde ich jetzt Herrn Boutelier bitten, uns sein Quartier, sein Schuhmacherquartier vorzustellen. Ich werde Ihnen kurz dann nach der Hälfte der Zeit kurz reinsprechen und am Ende auch. Dann wissen Sie, wie weit wir in der Zeit sind. Vielen Dank. Ja, liebe Frau Jahn, herzlichen Dank für die Einführung sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser heutigen Session. Wir haben leider nur 7 Minuten für jeweils ziemlich große Projekte, deswegen werde ich ein bisschen durchrennen und erlauben Sie mir ganz kurz auch die Korrektur. Liebe Frau Jahn, es sind nicht 48 Quadratmeter, die wir beim Schuhmacherquartier haben, sondern 48 Hektar und das Gesamtprojekt sind in der Tat sind 500 Hektar. Darauf komme ich, glaube ich, gleich noch zu sprechen. Der Flughafen Tegel hat ja nun endlich zugemacht. Kaum einer mochte es glauben. Sie sehen hier an dem schönen großen X auf der Startbahn, dass da niemand mehr starten und landen darf. Im Mai wird der Flughafen aus der Planfeststellung entlassen und im August fällt das Land dann wieder an das Land Berlin zurück und wir sind dann Hausherr vor Ort. Das Projekt selber, das wir heute besprechen, das Schuhmacherquartier, ist eingebettet in eine wesentlich größere Maßnahme von rund 500 Hektar Plangebiet. 5 Quadratkilometer entspricht in etwa 9% der Größe von Manhattan oder 10% von Tel Aviv, nur so zum Größenvergleich. Im Zentrum, Sie sehen das Schuhmacherquartier auf der rechten Seite, das sind diese 48 Hektar, von denen eben die Rede war. Wie gesagt, es sind insgesamt aber 500 Hektar, über die wir reden. Angefangen hat es mit der Urban Tech Republic in den Planungen. Später kam das Schuhmacherquartier dazu. Fragestellung, was sind die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts? Und man landete schon damals, 2011, 2012, bei genau den gleichen Fragen, bei denen man heute immer noch landet, nämlich Urbanisierung, Ressourcenmangel und so weiter. Und wir wollen bei uns eben eine Antwort auf alle diese Fragen geben. Wie können wir uns da rausbewegen? Städte werden in der Regel als Problem dargesehen, weil sie etwa 75% aller CO2-Emissionen verursachen. Wir sehen es aber auch als eine Chance, weil dort 80% des globalen Wohlstands erwirtschaftet wird. Und wenn wir die Welt retten wollen, dann müssen wir bei den Städten ansetzen, um dort ressourceneffizienter und besser zu werden. Berlin hat 2016 mit dem Berliner Energiewendegesetz sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 85% der CO2-Emissionen zu reduzieren im Vergleich zu 1990. Der europäische Grüne Deal geht da noch härter ran und sagt, wir wollen 100% reduzieren im Vergleich zu 1990. Das sind riesige Herausforderungen, aber auch große Chancen, insbesondere wenn wir uns in die Wirtschaftszweige reindenken. Aber darum soll es ja heute auch gar nicht gehen. Das ist Bestandteil der Urban Tech Republic. Aber aus diesem Denken heraus ist eine neue Form von Stadtplanung entstanden. Und deswegen erwähne ich das hier überhaupt, weil wir von vornherein immer überlegt haben, wie können wir denn mal so ein Quartier neu planen mit diesen Technologien, über die wir die ganze Zeit nachgedacht haben. Und dabei ist für das Schuhmacherquartier im Wesentlichen rausgekommen, dass wir ein neues Energiesystem aufbauen wollen, das ressourcenschonender, nachhaltiger und effizienter ist als alles, was wir vorher hatten, ein sogenanntes Low-Exergie-Netz. Wir wollen die Autos weitgehend verbannen aus dem Quartier. Wir wollen das Schwammstadtprinzip konsequent zur Anwendung bringen. Das heißt, das ganze Regenwasser im Quartier halten. Wir wollen die Biodiversität erhöhen, soll hinterher höher sein als jetzt auf der platten Wiese mit Hilfe von Animal Aided Design. Und der letzte und wichtigste Schritt tatsächlich mit dem größten Impact ist, dass wir hier jetzt das größte Holzbauquartier der Welt bauen werden. Beim Energiekonzept, das ist sehr technisch, gehe ich mal ein bisschen drüber hinweg, aber es ist günstiger als die Fernwärme und es ist wesentlich nachhaltiger. Es läuft auf relativ niedrigen Temperaturen, sodass man auch erneuerbare Energien sehr gut einspeisen kann, also oberflächennahe Geothermie, die ganzen solarthermischen Anlagen und so weiter. Autoarm ist auch klar. Menschen werden nicht von vornherein aufs Auto verzichten wollen, vollständig. Deswegen haben wir Mobility Hubs geplant, die immer verbunden sind, auch mit dem ÖPNV, sodass man im Idealfall sein Auto wirklich auch gar nicht mehr benutzt auf Dauer. Das ist das Ziel. Im Inneren gibt es keine Parkplätze. Dann haben wir
sehr viel über die Grüngestaltung natürlich nachgedacht, aber eben vor allem auch über Biodiversität. Wir haben große Studien zum Animal-Aided Design gemacht mit der Frage, welche Tier- und Pflanzenarten braucht man, damit andere Tier- und Pflanzenarten dann in der Folge kommen. Da gibt es relativ komplexe Abhängigkeiten. Und die schöne Erkenntnis war, es kostet fast kein Geld, sondern man muss es nur klug machen. Man muss es von vornherein in der Planung mit aufnehmen. Das Ganze wird begleitet von einem Smart Nature Konzept, bei dem die Natur eben auch digital erlebbar sein soll, um auch die neuen Generationen mal vielleicht auf eine neue Art und Weise an das Thema ranzuführen und ihnen vielleicht auch zu ermöglichen, das Gras wachsen zu hören. Aber das Spannendste im Augenblick, muss man wirklich sagen, ist der Holzbau. Also wenn wir diese 5.000 bis 6.000 Wohneinheiten komplett aus Holz bauen wollen oder überwiegend aus Holz bauen wollen, dann müssen wir einiges tun an diesem Prozess. Damit befassen wir uns gerade sehr intensiv. Wir wollen im Potenzial erreichen, dass wir etwa 80% der CO2-Emissionen einsparen und im Vergleich zu konventionellem Bau Stand heute nicht im ersten Bauabschnitt, aber im zweiten, dritten Bauabschnitt über 25% der Baukosten zu reduzieren durch radikale Standardisierung, Vorfertigung, Digitalisierung dieser Prozesse. Und wir nehmen uns da zum Vorbild so ein bisschen die alten Bauhütten, aber auch das, also wo die besten Experten zusammenkamen, um diese großen, herausragenden Bauwerke zu ermöglichen. Aber auch ein bisschen das Bauhaus mit dem Vorfertigungsgedanken und der Idee, eben schöne Dinge auch für die Massen erschwinglich zu machen. Dabei haben wir mit der TU Berlin und mit dem Fraunhofer-Institut gemeinsam uns die ganzen Wertschöpfungsketten angeguckt und im Ergebnis einerseits gesehen, das geht alles ganz gut. Gleichzeitig aber auch, es ist keine zusätzliche ökologische Belastung, weil tatsächlich der komplette Holzbedarf, den wir im Schumacherquartier pro Jahr hätten, im Brandenburger Wald in ungefähr 1,6 Tagen nachwächst. Wenn wir ganz Berlin, die kompletten Wohnbedarfe von Berlin abdecken wollten, also rund 1 Million Kubikmeter pro Jahr, das wären dann ungefähr 60 Tage, also 2 Monate. Und das ist immer noch wesentlich weniger, als tatsächlich jetzt schon an Holzüberschuss in Brandenburger Wäldern ist. Die haben einen Gesamtertrag pro Jahr von ungefähr 5,8 Millionen Kubikmetern. 4,3 Millionen davon werden benutzt. Also man sieht, da ist ohnehin noch ein Delta von 1,5 Millionen Kubikmeter. Also das sind so ein bisschen die Ideen zum Schumacher-Quartier. Das war ein großer partizipativer Prozess. Wir haben ganz viele Labs gemacht zu ganz vielen Themen, Vertiefung, zu neuem Lernen, zu sozialer Inklusion. Wie macht man so ein soziales Quartier? Wie gehen wir mit dem Stadtgrün um? Wir wollen eine offene Bildungslandschaft dort machen, also lernen von der Wiege bis zum Grab praktisch über alle Altersgrenzen hinweg. Es soll klimagerecht und wassersensibel sein, umweltfreundlich natürlich, aber trotzdem mit einer Mobilitätsgarantie. Kommunikation, Partizipation und Transparenz sind uns wahnsinnig wichtig. Das ist alles eingeflossen in eine Charta des Schumacher Quartiers. Das können Sie auch auf unserer Website können Sie auf unserer Website runterladen. Und damit komme ich auch schon zum Ende der Präsentation. Ein Bild will ich Ihnen trotzdem noch zeigen, weil es eingangs eben erwähnt wurde. Sie sehen hier sowohl die Siemensstadt 2.0 mit den etwa 70 oder 80 Hektar Entwicklungsgebiet, unser Projekt, und dazwischen auch noch das neue Gartenfeld, was sich ähnlichen Prinzipien verbunden fühlt. Und so entstehen drei Großprojekte in unmittelbarer Nähe voneinander im Nordwesten Berlins. Und das ist wirklich spannend. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Boutillier. Das war ja wirklich rasant. Hat sich versprochen. Ja, ja, ja. Das ist wirklich rasant gewesen. Völlig, völlig in der Zeit. Und auch gleich die Überleitung zu Herrn Kirchner, der uns jetzt das Gebiet Siemensstadt 2.0 vorstellt. Vielen Dank. Soweit. Bis gleich. Ja. Da kann ich ja gleich anknüpfen. Der räumliche Bezug ist schon hergestellt. Die erste Folie bitte. Liebe Regie, ihr habt mir das versprochen. Gut, nächste Folie bitte. Das Memorandum of Understanding ist schon erwähnt worden. 2018 hat das Land Berlin auf Bitten von Siemens, aber auch in Abstimmung mit vielen, vielen Behörden und Institutionen im Anflug von Mut und Tatkraft dieses Memorandum unterschrieben mit einem klaren Verständnis von, wir wollen das gemeinsam entwickeln. Und das ist tatsächlich etwas Neues. Bisher hatten wir gerade bei vielen großen Stadtentwicklungsgebieten eher andere Entwicklungen. Und da möchte ich dann später nochmal anknüpfen. Nächste Folie bitte.
Die zukünftigen Nutzungen sind dort festgehalten, von Produktion bis soziale Infrastruktur. Hier soll ja nicht bloß ein Stadtteil zum Wohnen entstehen, sondern auch mit einem ganz klaren Schwerpunkt auf Forschung und Gewerbe und Industrie. Und tatsächlich muss man an der Stelle sagen, das ist dann was Besonderes, ähnlich wie bei der UTR, dass es hier nicht bloß um Wohnen geht. Die Bauleitplanung ist beredet worden, die Änderung des FNP und diese ganzen planerischen Sachen, die Wettbewerbe, das muss man ja alles regeln. Und da ist, glaube ich, schon ein Pfad gelegt worden für eine weitere gute Zusammenarbeit, weil jeder am Anfang wusste, auf was er sich einlässt. Übrigens auch die Behörden, auch Ämter, aber auch Siemens. Die Erschließung und Mobilität war beredet worden und die digitale Infrastruktur, Energie, Grundwasser, das ähnelt sich so ein bisschen eigentlich zwangsläufig, weil die Herausforderungen der Zukunft kommen bei allen Stadtentwicklungsprojekten, glaube ich, immer zu ähnlichen Antworten. Mit wenigen Änderungen. Nächste Folie bitte nur nochmal zur Erinnerung. Das ist jetzt das Gebiet von Sektor A Wohngebiet bis Sektor DE Industrie, Produktion, Gewerbe. Aber dazwischen liegen auch Wischgebiete und Gewerbe für Büro und Forschung. Und man kann schon durchaus auf den ersten Blick sagen, das ist zwar ein bisschen zerfasert nach Westen, weil da große Industriestandorte sind, aber das ist schon jetzt eine bunte Mischung, nicht bloß in der Planung. Nächste Folie. Hier sieht man es nochmal in Farben für die Nachvollziehbarkeit. An der Stelle möchte ich nochmal betonen, dass die Herausforderung bei der Siemensstadt unter anderem auch darin besteht, dass da viele Arbeitsplätze stattfinden und soziale Stadt, ich könnte es nur wiederholen, ist ja nicht bloß Wohnen, sondern ist auch die Bereitstellung bzw. die Verortung von Gebieten für Arbeit und Gewerbe, weil wo sollen die Leute sonst ihr Geld verdienen? Nächste Folie. Das heißt aber nicht, dass in diesem ganzen Gebiet die Grünflächenplanung völlig außer Acht gelassen werden. Das ist hier bloß eine Skizze, damit Sie sehen, dass das auf dem Schirm ist. Nächste Folie. In den Leitlinien wurde immer gefragt, wie ist die Projektstruktur? Und die ist hier schon außergewöhnlich. Es gibt eine Koordination des planerischen Umsetzung und Controllings, die tagt monatlich. Es gibt diverse Arbeitsgruppen von Standortprofil bis Kommunikation, um der zunehmenden Komplexität dieser Planungsprozesse und dieser Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse auch gerecht zu werden. Und das Zusammenspiel ist sicherlich eine Übung wert, aber wir haben ja ausgesprochen gute Erfahrungen gemacht, weil es vorher verabredet war und weil alle Beteiligten sich auf den gemeinsamen Weg gemacht haben und der Anteil von Zuständigkeitszuweisungen oder das muss der andere machen, was ja ein bisschen eine Berliner Krankheit ist, ist deutlich geringer als anderswo. Deswegen bin ich da ausgesprochen froh, dass in dieser Projektstruktur, anders geht es auch, glaube ich, gar nicht, hier so ein hohes Commitment und hohe Kollegialität erreicht werden konnte. Was im Übrigen Konflikte im Einzelfall oder in Fachfragen natürlich nicht ausschließt. Nächste Folie. Für alle, die nicht so mit Planung und Projektsteuerung zu tun haben, das zeigt nochmal und soll auch illustrieren die Komplexität. Das ist hier bloß ein Aspekt für ein Modul 1. Und davon gibt es ganz viele Zettel. Und da die Übersicht zu behalten, ist dann schon eine Herausforderung. Aber das macht auch ausgesprochen Spaß. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Es ist nicht bloß eine Belastung. Nächste Folie. Mal kurz aus den AG Städtebau, worum geht es da? Da geht es um die öffentliche Beteiligung, um die Aufteilung der B-Pläne, weil jetzt ist ein großer aufgestellt worden, um städtebaulichen Rahmenvertrag, der gerade in Arbeit ist. Und Sie sehen schon, da muss man viel miteinander reden, kommunizieren, Missverständnisse ausräumen. Aber wenn da, wie gesagt, alle an einem Strang ziehen und alle sich einem Ziel verpflichtet fühlen, dann geht es wesentlich einfacher. Nächste Folie. Bei der Denkmalschutz, auch die, das ist ja wichtig, gerade in der Siemensstadt geht es im Moment um die Höhenstaffelung für die Schaltwerkhallen. Aber es geht zum Beispiel auch darum, dass bei der Reaktivierung der Siemensbahn die Denkmalschutzbelange berücksichtigt werden, was nicht heißt, dass die Siemensbahn nicht mehr aktiviert wird, sondern im Gegenteil, da geht es darum, das miteinander zu verbinden. Nächste Folie. Beispiel aus der AG Infrastruktur, Umwelt und Verkehr. Die Verkehrsproblematik, gerade in so einem Industrie- und Wohngebiet, in der Einbindung und in der räumlichen Einbindung im Nordwesten der Stadt, natürlich einen besonderen Vorrang. Und hier sind die Verkehrsgutachten exzessiv auch von Interesse, weil natürlich der Nachweis der Erschließbarkeit und das nicht bloß mit dem MIV von wesentlicher planerischer Bedeutung sind. Weiter. Die Infrastruktur, Medien und Energie und Versorgung ist ähnlich wie in der UTR.
was hochspannend, weil diese innovativen Energiekonzepte wie Geothermie, Brauchwasserwärmenutzung und so weiter, bei diesen Strombedarfen, auch wenn sie künftig geringer sein werden als der Ist-Zustand, natürlich wesentlich mehr Infrastruktur, technische Infrastruktur, aber auch wesentlich mehr Überlegungen bedürfen als vielleicht bisher. Aber Achtung, wir haben ja auch schon einen Zielkonflikt, wenn zum Beispiel das Wasserwerk Jungferneide für die Trinkwasserversorgung Berlins wieder in Gang gesetzt wird, dann bedeutet das, dass Geothermie, Herr Boutelier, Achtung, auch für Sie gilt das, Geothermie nicht mehr möglich ist in dem Gebiet. Und dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Damit will ich nur illustrieren, dass in diesen Planungsprozessen dann auch zusätzliche Stadtentwicklungsaspekte für Infrastruktur dazukommen, die vielleicht den einen oder anderen Plan schwieriger machen. Ja, nächste Folie. Was wir bei dieser Siemensstadt 2.0 jetzt auch pandemiebedingt lernen mussten, und da waren die Kollegen ausgesprochen kreativ, waren neue Formen der digitalen Beteiligung, auch für Zielgruppen, die vielleicht nicht so internetaffin sind. Da geht es um Online-Auftritte, die Nutzung sozialer Medien. Nächste Folie bitte. Auch um, so wie wir das jetzt ja machen, virtuelle Bürgerforen, Diskussionsveranstaltungen und so weiter. Und da muss man an der Stelle sagen, ohne Pandemie wäre das eher, glaube ich, oldschool-mäßig gelaufen. Hier hat die Corona einen deutlichen Innovationsschub auch hervorgerufen, was ja für künftige Beteiligungsprozesse, die uns ja auch so wichtig sind bei Grüns, durchaus helfen. 7 Minuten sind um. Helfen. Gut, dann komme ich nur noch dazu, dass das Mobilitätskonzept, man kann jetzt kurz noch die Folien durchklicken, der städtebauliche Wettbewerb, das läuft alles. Und hier ähnlich wie bei der UTR bzw. beim Schumacher Quartier, plötzlich ist Holzbau fast Standard. Bei diesem Hochbauwettbewerb soll ja auch ein großer Baukörper in Holz gebaut werden. Und die letzte Folie, die spare ich mir, weil da geht es um Grundwasser. Weil wenn wir Stadt entwickeln, müssen wir auch immer mit den Hinterlassenschaften unserer Vorväter und Mütter kämpfen. Und in dem Fall ist hier die Siemensstadt ausgesprochen Grundwasser belastet. Und das ist ein Punkt, der kein Ausschlusskriterium ist, aber fast eine Besonderheit in diesem Gebiet, weil das Grundwasser, das muss natürlich bewältigt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kirchner. Auch das rasant und im Spreetal ist es feucht. Und dreckig. Und dreckig. Ja, feucht und dreckig. Langer Industriestandort. Ja. Ja, vielen Dank. Dann haben wir jetzt noch den Vortrag von Herrn Gerlach für den Blankenburger Süden. Vielen Dank und Sie können starten. Ja, ich hoffe, ich bin zu hören. Die Folie sehe ich jetzt noch nicht. Ja, jetzt sehe ich sie. Herzlichen Dank für die Einladung hier und die Möglichkeit, den Blankenburger Süden hier kurz vorzustellen. Mir wurden 7 Minuten eingeräumt, wie auch meinen beiden Vorrednern. Ich habe dafür 7 Folien mitgebracht. Nächste Folie bitte. Hier nochmal die Karte, kennen ja wahrscheinlich viele, nochmal eine Verortung, dass das Land Berlin vor dem Hintergrund des angespannten Wohnungsmarktes 2016 entschieden hat, neben Inverdichtungspotenziale auch am Rande neue Stadtquartiere zu entwickeln, damals 12, hier sehen Sie dann noch 11, nach sozusagen der Konsolidierung der neuen Regierung inzwischen wieder 14. Nächste Folie bitte. Blankenburger Süden im spannenden Bezirk Pankow ist einer dieser neun, jetzt 14 neuen Stadtquartiere. Und die Frage war natürlich, warum gerade hier? Und die linke Karte macht das vielleicht ganz deutlich. Da sehen Sie, vielleicht nicht ganz so gut zu erkennen, rot umrandet diese 420 Hektar VU-Gebiet. Und das alles, was farbig dargestellt ist, gehört dem Land Berlin. Also das war natürlich bei der Frage, wo das Land Berlin ein neues Stadtquartier entwickeln kann, ein entscheidendes Kriterium, nämlich dort, wo auch schon das Land Berlin Flächeneigentümer ist. Und auf der rechten Seite sehen Sie den passenden Ausschnitt aus dem jetzt auch noch so gültigen Flächennutzungsplan. Und auch das war natürlich ein Kriterium, das schon seit 1994 eine Bebauung vorgesehen war. Und mir war diese Abbildung nochmal ganz wichtig, weil alle die diese Plansprache lesen oder verstehen können, erkennen sofort, da ist zum einen gelb eine übergeordnete Ost-West-Verbindung eingetragen, die sogenannte Tangentialverbindung Nord, die seit
ja schon aus den DDR-Zeiten als notwendig angesehen wird und dort mitten durch das, ja, unser Projektgebiet geht, bis heute nicht realisiert ist und unser Projektgebiet eben zur Hälfte in FMP noch als Wohnbaufläche und gewerbliche Baufläche. Also es wurde auf der einen Seite entschieden, in der neuen Stadtquartier zu entwickeln, auf der anderen Seite haben wir dort aber auch noch andere Fragen zu beantworten, nämlich 40 Hektar gewerbliche Baufläche nachzuweisen und auch die überörtliche verkehrliche Anbindung dieses Standortes. Er ist zwar im Eigentum des Landes Berlin, die Fläche ist ein ehemaliges Rieselfeld, wird bis heute aber landwirtschaftlich genutzt. Und es gibt halt auch Gründe dafür, dass da in den letzten 150 Jahren nicht gebaut wurde, weil der Standort bis heute nicht erschlossen ist. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Nächste Folie bitte. Vor dem Hintergrund, dass diese 420 Hektar VU-Gebiet an dieser Stelle beschlossen wurden, vor dem Hintergrund, dass hier der Standort im Verkehrlich nicht angebunden ist, das sieht man auf der rechten Seite, wir haben schon zu Beginn eine Vielzahl an Konflikten identifiziert, an Handlungsbedarfen, da ist die fehlende verkehrliche Anbindung ein Faktor, aber auch Pankow ist ja seit der Wende gewachsen, es wurden neue Wohnungen gebaut, aber es wurde eben zum Teil versäumt, die dafür erforderliche soziale Infrastruktur bereitzustellen. Da gibt es jetzt einen aufgestauten Nachholbedarf, sodass wir in unserem Projektgebiet auch starten mit einem Schulbau, wo wir jetzt schon sehr weit sind, wo wir einen Bebauungsplan jetzt in Aufstellung haben und in absehbarer Zeit auch mit dem Neubau beginnen. Und gleichzeitig führen wir weiterhin die VU durch. Sie sehen also an der rechten Karte eine Vielzahl von Handlungsbedarfen und ja, wir nennen das immer sowieso Konflikte, die wir im Rahmen dieser VU gemeinsam in den Blick nehmen müssen, um erstmal zu klären, ob an dieser Stelle überhaupt ein neues Stadtquartier realisiert werden kann und wenn ja, mit welchem Instrumentarium. Nächste Folie bitte. Wir sind gestartet mit den Vorbereitungsuntersuchungen im Jahre 2017, waren damals sehr optimistisch, dass wir diese VU innerhalb von anderthalb Jahren durchführen können und abschließen können, mussten dann relativ schnell eben auch feststellen, dass das nicht so einfach möglich ist. Das hat insbesondere mit der fehlenden verkehrlichen Anbindung zu tun und die wir sicherstellen müssen, insbesondere durch eine Verlängerung einer vorhandenen Tramlinie M2 in der Nachbarschaft, die dann über unser Projektgebiet bis zum S-Bahnhof Blankenburg geführt wird. Und dabei aber, und das sehen Sie jetzt bei der linken Karte, links neben dieser gelben Fläche oben, muss ich, um von dieser gelben Projektfläche bis zum S-Bahnhof Blankenburg zu kommen, durch eine ehemalige Kleingartenfläche, jetzige Erholungsanlage Blankenburg, gehen. Und das führt vor Ort nachvollziehbarweise natürlich zu Konflikten. Das ist aber nur ein Beispiel für Schwierigkeiten, die wir haben. Vor dem Hintergrund, dass wir vor Ort dort auf auch massive Widerstände gestoßen sind, wurde dann im Jahr 2018 umgesteuert. Und wir haben uns dann im Rahmen dieser VU fokussiert auf den jetzt links gelb dargestellten sogenannten Fokusraum. Das ist das eine. Und zum anderen haben wir uns entschieden, dass wir bezogen auf diesen Fokusraum eben ein städtebaulich kooperatives Werkstattverfahren durchführen und die Bevölkerung im Rahmen dieses Werkstattverfahrens in Form einer sogenannten Beteiligungskaskade beteiligen. Das obere Foto verdeutlicht, dass wir die allgemeine Öffentlichkeit, die vor Ort auch sehr wach ist und sehr wachsam und kritisch, in Form von Informationsveranstaltungen einbinden. Das war bis vor einem Jahr auch noch möglich. Sie sehen also oben dann noch eine Präsenzveranstaltung. Wegen Corona haben wir dann im weiteren Verlauf das digital durchgeführt. Wir haben aber begleitend zu dieser VU auch sehr früh einen Projektbeirat installiert. Das ist das mittlere Foto. In diesem Projektbeirat, der 37 Mitglieder aufweist, sind 6 Perspektiven vertreten. Die örtliche Bewohnerschaft, Nachbarschaft ist dort mit 10 vertreten. Dann ungefähr vertreten. Aber wir haben auch 5 externe Wissenschaftler dabei. Wir haben die 6 Parteien aus dem Abgeordnetenhaus vertreten. Wir haben die 6 wesentlich relevanten Verwaltungsvertreter drin. Wir haben auch Vertreter der verschiedenen Zukünfte in diesem Projektbeirat, also die zukünftig dort Wohnenden und Arbeitenden, Investierenden. Und ja, auch dann die allgemeine Stadtgesellschaft dort vertreten, weil das Projekt Blankenburger Süden ist nicht nur ein lokales Projekt, sondern ist ein gesamtstädtisches Projekt, wo uns auch wichtig ist, die Berliner Stadtgesellschaft einzubinden. Nächste Folie bitte.
Im Rahmen dieses Werkstattverfahrens war es uns wichtig, was auch europaweit ausgeschrieben wurde, 4 sehr unterschiedliche Perspektiven sozusagen einnehmen zu lassen durch die teilnehmenden 4 Büros. Deswegen haben wir 4 Lose ausgeschrieben und in jedem Los eine bestimmte Perspektive zugewiesen. Ganz links war die Perspektive, das neue Quartier aus der unmittelbaren Nachbarschaft heraus zu entwickeln, und die unmittelbare Nachbarschaft ist eher dörflich geprägt. Das zweite von links war die Perspektive, das neue Stadtquartier aus der urbanen Mitte von Berlin heraus zu entwickeln. Die dritte Perspektive war sozusagen der Auftrag, das neue Stadtquartier aus sich heraus zu entwickeln. Und ganz rechts war nochmal so eine Wildcard, weil wir jetzt nicht den Anspruch hatten, sozusagen alle möglichen Perspektiven vielleicht im Blick zu haben. Es war uns auch gelungen, dass auf alle 4 Lose wir eine Vergabeentscheidung treffen konnten, sodass wir mit 4 Büros mit sehr unterschiedlichen Perspektiven in dieses Werkstattverfahren einsteigen konnten, einschließlich einer sehr umfangreichen Bürgerbeteiligung und Fachbeteiligung, Verwaltungsbeteiligung. Und das Werkstattverfahren ist im September letzten Jahres dann abgeschlossen worden. Nächste Folie bitte. 7 Minuten sind um. Und mit dem Ergebnis, dass wir im Grunde 2 Sieger haben, 2 Finalisten, und das Empfehlungsgremium hat die Empfehlung ausgesprochen, mit diesen beiden Siegern, die sehr unterschiedliche Entwürfe entwickelt haben, hier nochmal in so einer abstrakten Struktur-Nutzungskonzept dargestellt. Und wir arbeiten jetzt mit beiden Teams weiter, haben sie im Grunde zwangsverheiratet, aber die ließen sich auch gerne zwangsverheiraten. Und das Ziel ist jetzt bis Ende März einen gemeinsamen finalen stilbräuchlichen Rahmenplan und ein gemeinsames finales Struktur- Nutzungskonzept denn zu haben. Damit bin ich durch. Letzte Folie vielleicht nochmal, weil ich Sie einladen möchte, auf unsere Projektseite einfach mal nachzuschauen, weil da ist alles noch ausführlicher dokumentiert. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Sie, Herr Gerlach, für Ihren Vortrag. Und so haben wir jetzt von 3 Gebieten, die auch mit unterschiedlichen Ständen, aber doch alle schon was darstellen können, was da entstehen würden, einen Überblick bekommen. Es sind ja jetzt relativ große Gebiete. Vielleicht schon mal als erste Frage, wie wird denn jetzt der Umsetzungszeitraum gesehen? Also gestartet werden wurde und es gibt auch Planungen. 10 Jahre, 20, wann sieht man was? Das wäre so eine erste Frage von mir, wer immer gerne anfangen möchte. Vielleicht noch eine zweite Frage, was sehr interessiert ist, ob man sich tatsächlich auf so einen Holzbau, was ja neu, relativ neu ist, so kaprizieren sollte. Wie dicht kann man damit überhaupt wie bauen und wie sicher ist das? Und ist das da vielleicht dann doch ein bisschen zu risikoreich, so umzusteigen, zu schwenken? Und dann noch eine ganz große Frage, was ist denn davon jetzt noch Innenentwicklung? Die 3 Fragen vielleicht schon mal an Sie jetzt. Einer von Ihnen kann anfangen, wer möchte. Ich fange vielleicht einfach mal an, weil der Holzbau mich natürlich direkt anspricht. Zum Entwicklungszeitraum aber vorweg, das sind ungefähr 20 Jahre, mit denen wir rechnen. Wenn die Konjunktur sich günstig entwickelt, geht es schneller. Wenn sie lahmt und wir in eine große Depression reinrutschen, dauert es etwas länger. Aber als Planer sind wir darauf vorbereitet. Wir haben das Ganze, sowohl das Wohnquartier, was übrigens schneller gehen soll, das soll in 10 bis 15 Jahren durch sein, als auch die UTR in jeweils 4 Bauabschnitte unterteilt, um da auch flexibel und manövrierfähig zu sein. Zum Holzbau, ja, das hört man immer wieder, wie ist es mit dem Brandschutz? Ehrlich gesagt liebt die Feuerwehr Holz, weil Holz wesentlich kontrollierter abbrennt als Stahl, Beton. Das heißt, dieses plötzliche Zusammenbrechen, das passiert nicht und es brennt auch mit klarem Rauch und weißem Rauch, was sie viel lieber mögen, weil da keine Schadstoffe drin sind. Aber abgesehen davon ist Holz, es findet der sogenannte Pyrolyseprozess statt. Das heißt, die Außenschicht verkohlt und innen bleibt es unversehrt. Das heißt, es behält seine Tragfähigkeit. Und das führt dazu, dass inzwischen Hochhäuser aus Holz gebaut werden. In Wien haben wir ein 84 Meter hohes Gebäude. In Japan, in Tokio, wird gerade ein 350 Meter Gebäude aus Holz geplant. Also das mit dem Brandschutz ist längst geklärt. Die Bauordnungen hinken etwas hinterher, was einen manchmal etwas erstaunt, weil ich verstehe nach wie vor nicht, warum in Wien ein Holzhaus weniger brennbar sein soll als in Berlin oder umgekehrt. Also da müssen wir, glaube ich, noch mal ran. Physik ist überall gleich. Das vielleicht vorweg. Ja, bei Herrn Gerlach dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Oder wie sind da die Zeitschienen gedacht fürs Bauen? Oder ja, weiterentwickeln? Genau, vielleicht bevor wir bauen, müssen wir erstmal die VU abschließen. Da planen wir
den Abschluss im Jahr 2022. Und auf der Grundlage dieser VU-Ergebnisse wird dann der Senat im Jahr, sagen wir mal, 23, vielleicht auch schon 22, aber dann vielleicht auch 23, die Grundsatzentscheidung zu treffen haben, inwieweit dieses neue Stadtquartier an dieser Stelle entstehen soll. Und wenn ja, mit welchem Instrumentarium? Wir streben ja eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme an. Auch das ist eine Grundsatzentscheidung, die der Senat erstmal treffen muss. Und er muss sich dabei dann auch festlegen, über, sagen wir mal, vielleicht 15, 20 Jahre, weil er dann auch sich mit Mitteln binden wird. Das ist die eine Zeitschiene. Die andere Zeitschiene, sozusagen Ihre Frage, wann wird dort gebaut, würde ich gerne zweigeteilt beantworten. Wir müssen dieses Gebiet erstmal äußerlich verkehrlich erschließen. Wir müssen dann mit der Straßenbahn auch erstmal durch. Wir müssen mit den Straßen erstmal rankommen. Da kalkulieren wir momentan, 10 Jahre sind dafür erforderlich. Also vor 2030 werden wir dort mit dem Wohnungsbau nicht starten können. Herr Kirchner, in Ihrer Zeit noch als Verkehrsstaatssekretär haben Sie es ja auch vor Ort nochmal ganz klar gesagt. Also erst werden die verkehrlichen Probleme dort beantwortend gelöst, bevor wir das neue Stadtquartier realisieren werden. Das ist halt auch so. Und dann, wenn die verkehrliche Anbindung gewährleistet ist, werden wir mit dem Hochbau, auch in Bauabschnitten dann natürlich starten. Da gibt es noch keine belastbare Zeitschiene, aber das dauert bestimmt auch seine 10 Jahre mindestens. Also von daher brauchen wir noch eine gewisse Zeit. Gebaut wird noch nicht in den nächsten 4 Jahren. Außer die Schule natürlich. Wir starten mit der Grundschule, da starten wir jetzt in Bälde. Und also von daher kann man Ihre Frage sehr unterschiedlich beantworten. Das Quartier entsteht schrittweise und das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass man dafür Straßen braucht oder eine Straßenbahn und Schulen. Wie sieht es mit dem Verkehr und den schrittweisen Vorangehen in Siebenstadt aus, Herr Kirchner? Noch Ihr Mikro? Ich höre Sie gerade nicht. Verzeihung, jetzt? Ja. Ja, also der Hinweis, dass erst der ÖPNV liegen muss und funktionieren muss, ehe man da Wohnung baut, ist ja richtig. Aber trotzdem ist die Antwort falsch, dass es 10 Jahre dauern muss. Das ist ein Punkt, wo wir sicherlich noch in Folge, auch nicht bis heute, weiter darüber diskutieren, weil Planungsbeschleunigung schon ein Thema auch übrigens auch für Infrastruktur im Umweltbereich ein Thema sein muss. Bei der Siemensstadt ist es ein bisschen anders, weil es differenzierter ist. Die Siemensbahn selber wird erst 28, 29 fahren. Das liegt aber gar nicht daran, dass die Reaktivierung der Strecke selber so viel Aufwand und Zeit kostet, sondern das Planfeststellungsverfahren für die Einfädelung in den Ring am S-Bahnhof Jungfernheide. Und da muss immer eine neue Brücke gebaut werden. Und auch da ist es eher misslich, dass es 10 Jahre dauern muss. Aber ich befürchte, es wird so lange dauern. Ansonsten wird, glaube ich, schon vorher gebaut. Also Siemens will schneller bauen in den einzelnen Teilbereichen, nicht das gesamte Gebiet. Das hat sicherlich auch eine Perspektive von 15 bis 20 Jahren. Das ist ähnlich wie bei Herrn Boutelier. Aber die Teilbereiche wie Wohnungsbau oder die Schule oder vorne das erste Gebiet, was da am S-Bahnhof Siemensstadt entwickelt wird, das wird sicherlich mit Abstand früher gebaut werden. Hängt davon ab, wie die B-Pläne festgesetzt werden. Aber da bin ich zuversichtlich, das wird, glaube ich, wesentlich schneller gehen können als sonst so in Berlin üblich. Letzte Bemerkung, es gibt in Berlin etliche, auch ganz normale Stadthäuser, 5 Geschosse in der Christburger Straße zum Beispiel aus Holz. Die sind voll aus Holz gebaut worden. Das ist so neu nicht. Da kann ich Herrn Boutelier bloß unterstützen. Wir haben selbst in Berlin schon gute Praxis. Da wohnen übrigens, glaube ich, 40 Mietparteien in dem Haus. Und da, glaube ich, ist in den letzten Jahren deutlich was passiert, zum Glück in Sachen Akzeptanz von Holzbau. Und das sollten wir nutzen. Ich hatte ja schon gesagt, wie viel Innenentwicklung vor Außenentwicklung, wie viel wird versiegelt, wie viel wird frei und wie sieht es eigentlich wirklich aus mit der Freiraumentwicklung, also Biodiversität, wie sieht das nachher genau aus? Gibt es Wege, Straßen, gibt es gar keine, das ist alles frei. Wassermanagement ist ja auch immer so eine Frage, haben wir jetzt nicht so viel gehört, aber vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, genauso was zur Versiegelung des Bodens mit Bauten, aber was heißt das dann rundherum, wo kein Gebäude steht? Ja, vielleicht kann ich ja mal anfangen. Natürlich wird das neue Stadtquartier Blankenburger Süden im Außenbereich entstehen. Das ist einfach so, also zumindest jetzt das Wohnquartier, das südlich angrenzende Gewerbegebiet ist ja teilweise Innenbereich, aber wir reden hier, glaube ich, schwerpunktmäßig über das neue Wohnquartier Blankenburger Süden. 100 Hektar, das ist Außenbereich, ehemalige Rieselfeldfläche.
im Rahmen dieses Werkstattverfahrens, wo ja die vier Teams gearbeitet haben, haben wir auch Vorgaben natürlich gegeben, was das Raumprogramm angeht. Und dazu gehört natürlich auch Freiraum. Und die vier Büros, die vier Entwurfteams haben das sehr unterschiedlich beantwortet. Und das Empfehlungsgremium hat dann in seiner Entscheidung ganz klar sich bekannt, dass wir das Team als Ausgangspunkt nehmen, was den größten Freiraumanteil, nämlich über 50%, sozusagen vorschlägt. Das ist unser Grünraster, mit dem wir jetzt weiterarbeiten. Und von daher kann ich da schon zusichern, dass wir einen sehr hohen Freiraumanteil im Blanc-Voisin realisieren werden. Zum Thema Regenwasser vielleicht noch so viel. Ein Grund, warum dieses ehemalige Rieselfeld bisher nicht bebaut wurde, ist unter anderem auch das Thema Wasser. Wir werden es auch, es stellt eine sehr große Herausforderung dar. Deswegen haben wir auch sehr früh ein Grundlagenkonzept zum Regenwassermanagement beauftragt und erarbeiten lassen, im Ergebnis erstmal nachweisen können, dass vor Ort eine Bewirtschaftung mit des Regenwassers möglich ist, aber auch notwendig ist. Aufgrund der Überlastung der Vorflut sind wir sozusagen dort in der Pflicht, dass alles anfallende Regenwasser, was über den natürlichen Geländeabfluss geht, vor Ort zu halten, zu bewirtschaften, und das werden wir auch machen. Und vielleicht, noch ergänzend, war jetzt nicht dezidiert gefragt, von Anfang an ist klar, aufgrund der verkehrlichen Probleme, dass dieses neue Stadtquartier Blanc-Voisin autoarm, also es ist ja auch bei den anderen Quartieren in Berlin so, aber auch hier autoarm realisiert werden soll und auch muss, weil das sozusagen bestehende Verkehrsnetz überhaupt nicht das aufnehmen könnte, einen erhöhten MIV-Anteil. Und damit wir das überhaupt erreichen können, haben wir jetzt schon im Rahmen der VU ein Grundlagenkonzept für nachhaltige Mobilität erarbeiten lassen und orientieren uns auch daran. Also wir streben dort einen Umweltverbundanteil von 80% an, und das stellt natürlich eine Herausforderung dar. Wie ist das in Siemensstadt? Und dann auch Herr Boutelier, ne, wie Sie mit den Punkten umgehen, mit der Versiegelung, Freiraum und Verkehr? Na ähnlich, weil ich habe jetzt allerdings die schöne Ausrede, dass Siemensstadt 2 Jahre gerade erst als Projekt besteht, ja, und nicht schon 10 Jahre oder 15 Jahre. Aber das sei nur am Spaß, am Rande genannt. Natürlich ist Regenwassermanagement übrigens hochkonfliktuös, auch mit Siemens, weil da geht es um Flächen. Da geht es um Verwertbarkeit von Flächen. Und wenn jetzt mehr Grün zur Verfügung gestellt werden muss für Regenwassermanagement auf den privaten Grundflächen, heißt das ja im Umkehrschluss, dass man weniger bauen kann, um zu verwerten. So, und diese auch immobilienwirtschaftlichen Gesichtspunkte sind dann durchaus auch konfliktuös, aber Sie können sich sicher sein, dass hier die Standards auch und die Ansprüche Berlins an ein zukunftsorientiertes Regenwassermanagement auch diskutiert werden. Wir sind gerade dabei, ein Regenwassermanagement- und Freiraumkonzept zu erarbeiten, aber jetzt kommt wieder die Ausrede, wir sind erst 2 Jahre am und schon dabei. Ja? So. Und es ist aber richtig, gerade wenn es um öffentlichen Freiraum geht, ich hatte diese Folie vorhin mit einer Sekunde eingespielt, da geht es auch um Durchwegung und Grünräume in diesem Gebiet, immer vor dem Hintergrund, dass natürlich auch Siemens, das darf man an der Stelle nicht einfach wegtun, ein großes Interesse hat, dass seine Industriegebiete auch weiterhin nicht öffentlich werden. Das ist ja bei den Wohnsachen in der Diskussion um private und öffentliche Grünflächen nochmal ein bisschen anders. Aber bei den Industriestandorten und Produktionsstandorten, da muss man dann auch, glaube ich, eine andere, diese erstmal wahrnehmen, dass die auch ein anderes Interesse haben. Was also nicht ausschließt, dass sie auf ihren Flächen auch Regenwassermanagement machen müssen. Also eine unterschiedliche Öffentlichkeit dabei. Ja. Okay, Herr Boutelier, Sie haben sich jetzt intensiv auch mit Biodiversität tatsächlich auch schon in der Umsetzung. Sie haben ein richtiges Konzept, was als nächstes dann auch umgesetzt werden soll, oder? Ja, nicht nur Biodiversität, sondern auch Wasser. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir das Schwammstadtprinzip konsequent zur Anwendung bringen. Das heißt, im Schumacher-Quartier wird es überhaupt keine Einleitung in die Kanalisation mehr geben. Das haben wir dadurch ermöglicht, dass wir, also abgesehen mal von den ganzen Kämpfen mit der Verwaltung und den Wasserbetrieben, das vorweg, aber das haben wir alles überlebt inzwischen und gelöst. Also auch an die anderen Quartiere sprechen Sie uns gerne an. Das haben wir alles schon einmal durch. Nicht? Und es geht. Also wenn Ihnen die Prüfer was anderes erzählen wollen, dann kommen Sie nochmal zu uns. Wir haben ja Jahre damit zugebracht, und es dauert wirklich Jahre, wenn man neue Sachen umsetzen möchte. Das haben wir dadurch erreicht, dass wir ein Kaskadensystem entwickelt haben, bei dem erst die blau-grünen Dächer den ersten Teil auffangen. Dann gibt es Versickerungen in Rigolen im öffentlichen Raum.
zum Teil auch mit Zisternen und Baumrigolen und allem Möglichen. Und dann in der nächsten Eskalationsstufe für das 100-jährige Regenwasserereignis, das inzwischen alle paar Jahre kommt, bräuchte man einen neuen Namen dafür. Dann haben wir Überflutungsflächen im Quartierspark. Das ist also von der Topografie auch genauso angelegt, dass es funktioniert. Ja, und trotzdem, wenn ich das richtig sehe, die Biodiversität auch möglich ist. Da ertrinken nicht nur alle Tiere, sondern das ist... Nein, das mit der Biodiversität war ein riesiges Thema, deswegen, ich erwähnte es auch vorhin, wir haben diese Studie zum Animal Aided Design gemacht. Da müssen Sie dann auch wirklich Experten ranlassen, Biologen und Ökologen, die sehr komplexen Wechselwirkungen der verschiedenen Tiere und Pflanzen beherrschen. Und da haben wir eine relativ kluge, wie ich finde, Planung bekommen, an welchen Stellen wir in der gebauten Umgebung eingreifen müssen, durch kleine Tipps und Tricks, um eben die Biodiversität deutlich zu erhöhen. Was noch dazu kommt, ist, ich habe es auch im Chat gesehen, da gab es die Frage, ist, dass wir die Fassaden an vielen Stellen begrünen werden. Wir werden auch viele Fassaden energetisch aktivieren. Das macht auf einer Nordseite weniger Sinn als auf einer Südseite. Das ist klar, das gucken sich die Ingenieure genau an, dass es auch wirtschaftlich ist am Ende. Aber wir versuchen eben so viel Ökologie reinzubringen, wie es die Ökonomie erlaubt. Noch mein Schwenk in die Richtung, es sollte ja im Wohnungsbau gehen. Und da wissen wir ja, in Berlin brauchen wir vor allen Dingen ziemlich viel sozialen Wohnungsbau, weil die alle viel aus der Bindung gelaufen ist. Und da ist jetzt die Frage, wie sind die Anteile eigentlich in den Gebieten? Es gibt da, wird da immer von 30 und 50 und dann, ach, die Kommunalen sollten gleich alles sozialen Wohnungsbau bauen. Also welche Mischung sehen Sie da vor und wie sieht das mit der Finanzierung aus? Hört sich für die Quartiere ja auch sehr teuer an, was wir da alles vorhaben. Wer fängt an? Da mache ich das mal schnell, weil wir auch dazu Studien gemacht haben natürlich und dann schweige ich auch wieder für ein paar Minuten. Ja, dann lachen, ja, okay. Wir haben Studien zur sozialen Mischung durchgeführt, die uns deutlich gezeigt haben, dass wenn sie über 50% Anteil gehen, dann kippt das Quartier sozial. Das kann ich also wirklich nicht empfehlen, über diese 50er-Schwelle zu gehen. Wir werden die Hälfte der Wohnungen von öffentlichen Unternehmen bauen lassen, von den Wohnungsbaugesellschaften der Stadt. Die haben eben genau diesen 50%-Anteil, aber um das Ganze zu balancieren, werden die anderen gemeinwohlorientierten Bauträger, also die Genossenschaften, Baugruppen etc. Werden einen Anteil von 30% haben, sodass über das Quartier hinweg ein Mischungsverhältnis von 40% entsteht. Und diese 30% haben sich auch in anderen Städten ganz gut bewährt. Auch das Hamburger Modell funktioniert so. Andere Städte machen das auch. Das klappt auch immobilienwirtschaftlich. Okay, das würde ich dann nochmal fragen vielleicht, wie sieht das aus bei dem privaten Eigentümer? Kommt da auch sozialer Wohnungsbau dazu? Was ist da verhandelt, Herr Kirchner? Ja, also Hamburger Modell, kooperative Baulandentwicklung. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Und ich kann etwas unterstützen, weil man sollte da nicht zu viel sozialen Wohnungsbau reinmachen, sondern die Mischung ist ja quasi erst ein Wert, wenn es eine Mischung ist. So, und da finde ich schon, dass also auch mittelpreisige Mietangebote als auch Eigentum, das sollten wir nicht verteufeln, mit dazu beitragen können, dass es eine Mischung gibt. Ja, das finde ich schon. Da sollte man ein bisschen zurückhaltender sein, auch wenn ich es nachvollziehen kann, dass also wir in Berlin leider viele, viele, viele auch geförderte Wohnungen brauchen für Menschen, die nicht so viel Einkommen haben und trotzdem jetzt nicht nach Brandenburg abwandern sollen. Ja. In der Siemensstadt ist im Moment der Stand der Dinge Hamburger Modell. Okay, das die Drittelung sozusagen. Soweit sind wir in der Blankenburger Süden schon oder noch gar nicht? Teils. Also wir haben erstmal natürlich eine grundsätzliche Politik im Land Berlin, die wir auch im Blankenburger Süden umsetzen werden. Und der Projektbeirat, den ich vorhin ja erwähnt habe, hat sich auch auf Leitziele für den Blankenburger Süden verständigt. Und diese Leitziele enthalten auch Aussagen hinsichtlich der Mischung, die angestrebt wird. Und das geht im Grunde in eine ähnliche, vergleichbare Richtung wie jetzt im Schumacher Quartier oder Siemensstadt. Aus heutiger Sicht streben wir im Blankenburger Süden also einen Anteil von 50%, also auch städische Unternehmen oder
auch Genossenschaften an und die anderen 50%, das ist, denke ich, grundsätzlich nochmal offen. Das müssen wir auch nochmal sehen. Da wird es bestimmt auch noch Diskussionen geben in den nächsten Jahren. Wir haben hier im Blankenhorn einfach auch die Besonderheit im Blick zu behalten, dass wir hier eine VU durchführen, perspektivisch eine schiebbare Entwicklungsmaßnahme und gerade auch dort Betroffenheiten bei privaten Grundstückseigentümern mit eigenen Entwicklungsabsichten sozusagen auslösen. Mit denen versuchen wir dann natürlich grundsätzlich auch eine Verständigung herbeizuführen. Von daher ist eine abschließende Antwort auf diese Frage jetzt noch nicht möglich, aber auch im Blankenhorn wird ein sehr hoher Anteil, ich sage jetzt mal 50% von gebundenen Wohnungsbau angestrebt, aber darüber eben nicht. Also deswegen war ich jetzt auch sehr dankbar jetzt über diese Aussage von Herrn Boutelier und über diese Studie, die ich noch nicht kenne, die mich auch interessieren würde, weil das bestimmt auch relevant für den Blankenhorn ist. Dankeschön. Ja, anscheinend kann man da noch viel voneinander lernen. Berlin ist immer groß und das ist manchmal so zitiert auch zu groß für Berlin. Also man kann nicht alles wissen, was gerade alles läuft. Und insofern häufig im Gespräch sein, scheint dann auch sehr hilfreich zu sein. Weil wir jetzt langsam in die Richtung des Endes hingehen, jedenfalls unseres Teils hier, würde ich gerne nochmal fragen, wer sorgt jetzt, wir haben gesagt, es dauert so 10, 20, 30 Jahre, es werden Pläne erarbeitet, man hat große Vorstellungen. Wer steht da denn die nächsten Jahre dafür ein? Gibt es da Beiräte oder den Projektsteuerer? Wie lange ist der beauftragt und wie geht man damit um, dass da ja neue Nachbarschaften entstehen und neue Leute dazuziehen? Also wie hält man das im Rahmen, damit es dann am Ende auch ein gutes, guten neuen Stadt gibt? Vielleicht jeder kurz ein Statement dazu, bevor wir dann in die nächste Runde gehen. Möchten Sie? Dann gehen wir einmal runter. Dann machen also Sie, Herr Gerlach, und dann Herr Kirchner und dann Herr Boutelier. Ja, wir streben ja eine Schilbäucher Entwicklungsmaßnahme an und wenn diese Entscheidung getroffen wird durch den Senat 2022-2023, dann wird es natürlich auch einen Entwicklungsträger geben. Und dieser Entwicklungsträger, das ist ja auch Teil einer Schilbäucher Entwicklungsmaßnahme, wird dann auch gewährleisten, dass über den gesamten Zeitraum dieser Schilbäucher Entwicklungsmaßnahme eine Gesamtsteuerung durch eine Hand gewährleistet ist. Also das vielleicht als kurze Antwort auf Ihre Frage. Ich gehe davon aus, wir werden einen Schilbäucher Entwicklungsträger haben. Ja, okay. In der Siemensstadt ist es ein bisschen anders. Da soll jetzt quasi in der nächsten Schritt ein Rahmenplan und Rahmenvertrag zwischen Land Berlin in Anpassung an die jetzt aktuellen Planungserkenntnisse und nächsten Planungsschritte passieren. Aber ich gehe auch davon aus, dass quasi der MOU weiter gilt, bis es fertig ist. Sodass, also ja. Ein weiteres Miteinander gibt es, dass es regelmäßige Gremien gibt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Land Berlin aussteigt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Siemens aussteigt, sondern das hat schon eine Dimension, wo alle ihre Verantwortung wahrnehmen und dann auch diese Verantwortung ausleben. Da kann ich schon davon ausgehen. Okay. Aber wie das jetzt in 5 Jahren vielleicht die Projektstruktur aussieht für das Teilstück B oder C, das würde ich jetzt noch nicht sagen, aber kann ich jetzt noch nicht sagen, aber es hat ja auch was von den konjunkturellen Entwicklungen zu tun und von den Bedarfen, die Siemens selber auch weiterentwickelt, auch vielleicht von den Bedarfen, die das Land Berlin weiterentwickelt. Kann ja sein, dass da noch eine Schule hinkommt oder was weiß ich, aber das ist der Punkt, wo ich schon denke, dass wir da eine ganz gute Basis haben und da auch weitermachen werden. Und der Rahmenvertrag soll ja demnächst abgeschlossen werden, der wird dann der nächste Schritt sein und die nächste Verbindlichkeitsstufe auch einziehen. Ja, also wahrscheinlich ist auch da Herr Boutelier am weitesten, was das betrifft, die tatsächliche schrittweise qualitätssichernde und Nachbarschaft aufbauende Struktur zu schaffen. Fragezeichen. Ja, wir haben sie, nicht? Also das sind meine Kolleginnen und Kollegen von der Tegel Projekt GmbH. Und auch wenn die Gesellschaft konzeptionell von mir auch immer auf Selbstauflösung am Ende der Projektlaufzeit ausgelegt war, sieht man gleichzeitig, also so nach 20 Jahren, also jetzt wird erstmal aufgebaut für die Bauphase, sind wieder abgebaut und irgendwann sind wir hoffentlich dann auch nicht mehr vonnöten, sondern machen so eine Basisversorgung noch. Und trotzdem sieht man bei anderen Projekten, wie bei der Vista zum Beispiel in Adlershof, dass auch wenn so ein Gebiet durchentwickelt ist, es immer noch einen großen Managementaufwand gibt, das ganze Kuratieren und weitere Verwalten eben solcher Gebiete macht sich dann am Ende doch bezahlt.
Ja. Also es kann also durchaus sein, dass, dass am Ende des Lebenszyklus, sage ich mal, trotzdem noch weitere Aufgaben auf so eine, zumindest dann Rumpfgesellschaft warten. Aber die Gesellschaft ist da, das ist sinnvoll. Sie brauchen Menschen, die sich damit identifizieren und die auch dafür kämpfen, dass, dass wir die Standards auch nicht lockern. Auch wenn jetzt die Corona-Budgets vielleicht mal ein bisschen ins Kontor fahren, aber das sind sehr langfristig angelegte Projekte. Auch in 100 Jahren wird die Stadt noch dort stehen. Und deswegen dann lieber ein bisschen langsamer am Anfang, aber dafür richtig. Okay, dann vielen Dank. Wir haben fast eine Punktlandung. Ich lade Sie ein, weiter dabei zu sein. Vielleicht werden auch noch Fragen gestellt in der zweiten Runde, wo wir uns jetzt in die politische Umsetzung vielleicht auch aller Gebiete, aber dieser drei als Start in diese Diskussion von Daniela Billig mit ihren drei Gästen, die sie uns jetzt gleich vorstellen wird, würde ich übergeben und sage nochmal vielen Dank.